Zeig mal. Oh mein Gott, du blutest richtig hart. Au, Mann, bist du bescheuert, Alter? Ey, Mann, Maurice, der ist so da hochgeklettert. Das tut unnormal weh, Mann. It's me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich darf noch nicht so laut reden, warum verrate ich euch gleich. Aber erstmal, falls ihr neu auf diesem Channel seid, bleibt das nicht, sondern abonniert einfach mit einem Mausklick diesen Channel. Dann müsst ihr euren Zeigefinger nicht mehr im Gym trainieren. Und ihr verpasst keins von unseren fast täglichen Videos mehr. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber heute wird Instagram ein Tag mein Leben bestimmt. Heute werde ich ein Instagram bestimmt ein Tag in meinem Leben Video drehen und ihr seid Part davon. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall euer Handy bereithalten und gut mit abstimmen. Ich habe das Ganze schon einmal gemacht und es war wirklich verrückt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier irgendwo, einfach draufklicken, aber erst, nachdem ihr das Video hier geschaut habt. Da ich diesen ganzen Tag wahrscheinlich gar nicht nervlich alleine überstehen kann, brauche ich auf jeden Fall Maurice. Der schläft allerdings noch, aber ich brauche ihn auf jeden Fall für das Video, deswegen müssen wir ihn erstmal wecken. Und da stellen sich mir die Frage, wie wecken wir ihn? Ich habe nämlich so zwei Ideen. Einmal ganz lieb und die, die mir besser gefällt, scheiße. So richtig mit Wasser und so richtig lauter Musik. Und ich würde sagen, das fragen wir jetzt einfach erstmal Instagram. Das war die Story, die ich gerade bei Instagram hochgeladen habe. Das Wetter ist heute mega und Maurice schläft noch. Und deswegen, um überhaupt anfangen zu können, müssen wir ihn erstmal wecken. Also ich. Und soll ich das jetzt ganz lieb wie so eine süße Freundin tun? Oder so richtig mit Wasser und Action? Ich wäre auf jeden Fall für Scheiße mit Wasser und Actionmusik. Nicht, weil er es verdient hat, aber weil es einfach Bock macht. Ich werde jetzt erstmal, beziehungsweise immer, 10 Minuten warten und danach gucken, wie abgestimmt wurde und ihn dann wecken. Über 10 Minuten sind vergangen und ich habe das Ergebnis und ich blende euch das jetzt hier ein und ich freue mich, denn ich darf ihn mit Wasser wecken und das macht so Spaß. Ich werde auch noch so richtig laut so Heavy-Metal-Musik anmachen, damit er sich richtig erschreckt. Das ist eine gute Idee. Hier ist das Glas Wasser. Ich glaube, das tut richtig gut. Ich habe hier auch noch meine Musikbox und ich werde auf meinem Handy jetzt schon mal so ein richtig schlimmes Lied öffnen, damit ich das gleich abspielen kann. Okay, Leute, er schläft auf jeden Fall noch. Ich bin gerade schon neben ihm. Ich stelle jetzt die Kamera auf seinen Nachttisch, damit man sieht, was ich mache. Geh raus, Mann! Tim! Hallo, chill doch mal. Willst du nicht mal guten Morgen in die Kamera sagen? Hallo, ich kann da nichts für. Das habe ich nicht entschieden. Das war Instagram. Denn wir drehen heute Instagram entscheidet einen Tag über unser Leben. Willst du mich verarschen? Und dann im einen Tag mein Leben. Ist das gerade dein Ernst? Ey, Maurice, ist das gerade dein Ernst, Alter? Du kannst doch nicht meinen Prank einfach gegen dich verwenden. Gegen mich? Oh, Iman. Ey, du bist, ich bin viel nasser als du. Guten Morgen, Maurice. Morgen. Schönen guten Morgen. Ey, Leute, ich bin komplett nass, Mann. Ich mach das nie wieder. Warum habe ich nicht einfach das ganze Wasser über dich geschüttet? Ich habe meine Augenbrauen schon nachgemalt. Guck mal, wie scheiße die jetzt aussehen. Aber ich hatte einen guten Start in den Tag. Fuck you. Maurice dachte sich, so ein Plot-Twist im Video ist bestimmt ganz cool. Deswegen bin ich jetzt auch komplett nass. Und deswegen muss ich mich auf jeden Fall umziehen. Und ich finde, daraus können wir auch so eine Abstimmung machen, oder? Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum ich nass bin, aber das müsst ihr morgen im Video sehen. Und jetzt muss ich mich halt auf jeden Fall umziehen und jetzt stellt sich die Frage, soll ich mir ein Kleid anziehen, was ich sonst eh nie trage, oder einfach im Bikini gehen? Ist ja eh warm. Okay, ich rufe jetzt die Story auf. Ich bin ein bisschen Angst. Okay. Gott sei Dank, es ist Kleid. Alter, die wollen mich alle nicht nackt sehen. Ich habe aber einen schönen Bikini-Buddy. Okay, nein. Okay, Kleid. Alles klar, easy. Obwohl ich eigentlich halt echt nie Kleider trage. Also Leute, die mich kennen, wissen, ich trage eigentlich immer nur Jogginghosen. That's the swag, yeah. Deswegen wird ein Kleid heute auf jeden Fall ein gutes Kontrastprogramm. Ja, dann suchen wir mir mal eins raus. Ich glaube, ich habe zwei. Gott sei Dank ist das Kleid geworden. Ich habe jetzt hier zwei zur Auswahl. Entweder das hier mit dem Blumen oder hier so ein graues. Ups. Also jetzt entscheidet ihr das mit dem Blumen, was gerade runtergefallen ist, oder das graue. So, es sind wieder 10 Minuten um. Ich schaue mal, welches Kleid ich anziehen soll. Und es wird mit 57% das graue. Also ich ziehe das graue an. Alles klar, dann würde ich sagen, ne? War das Dings? Das. Nee, ich werfe dir das so zu, weißt du, so damit das voll cool kommt. Ja. Maurice! Hör auf! Mich immer so neu öffnen! Ich zieh das jetzt an und dann können wir los. Money's out and I'm feeling okay. Sorry. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal was essen gehen. Das Ding ist, es ist Karfreitag und wir wissen nicht, was geöffnet hat und was nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal rumschauen und ja.
Wir sind jetzt in der City. Ich zeige euch das mal, wie schön. Und wir haben sehr doll Hunger. Und deswegen fragen wir uns gerade, sollen wir schön, also so normal essen gehen, oder sollen wir uns einfach einen Döner holen? Wir haben jetzt 15 Minuten gewartet und wir haben auch unnormal Hunger. Deswegen würde ich sagen, lösen wir jetzt endlich auf, wo wir essen gehen. Worauf hast du Bock, Boris, eigentlich? Restaurant. Restaurant? Okay, wir schauen mal nach. Es ist Restaurant mit 53%. Chillig. Wo wollen wir hin? Abstimmung. Nein, ich würde sagen, wir irgendwo, wo wir uns in die Sonne setzen können, weil das ist schön. Ja, ich weiß schon was. Echt? Ja. Then take my hand and bring me... Oh, ich darf dich schlagen. Wir sind jetzt im Restaurant gelandet und wir haben auch schon bestellt. Ich habe noch eine kleine andere Idee, was wir machen könnten. Ich frage einfach mal Instagram, was die davon halten. Wir sind jetzt im Restaurant und wir haben hier so eine Zitrone und Pfeffer. Und ich glaube, wenn man das kombiniert, schmeckt das nicht so geil. Wer von uns soll das also? Muss ich sagen. Alles klar, ich würde sagen, wir lösen jetzt das mit der Zitrone mal auf. Und mit 63%, Maurice. Geil. Würde ich sagen, prepare ich mal deine Zitrone, oder? Maurice, hast du Bock? Übertreib nicht. Hä? Kim. Du hättest auch so viel machen können, wie du willst. Nochmal die andere Seite in den Rest hier eindecken. Bist du bereit? Ja. Na dann. Guten Appetit. Nach was schmeckt das? Nach Scheiße. Aber gut, wir haben ja jetzt hier Schnitzel. Und ich glaube, ich habe da so eine Idee. Unser Essen ist da. Schnitzel. Jetzt fragen wir uns, wer soll das bezahlen? Stimmt ab. Oh, ist das heiß. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt aufgegessen. Also fast. Also es war auf jeden Fall mega lecker. Und ich bin unnormal gespannt, wer bezahlen muss. Also ich hoffe so sehr. Ich habe sogar mit reingeschrieben, ne? Bitte Maurice. Das war unfair. Du bist unfair. Du heißt unfair mit Zweitnamen. Ja. Laber nicht. 86%, du. Boah, Mann. Irgendwie schmeckt mir das Essen jetzt noch besser. Ich weiß gar nicht, warum. Hm. Dankeschön. Unsere Mägen sind auf jeden Fall voll. Maurice Portemonnaie ist leer. Das freut mich sehr. Oh, hab ich dir nichts gegeben. Oh. Wir sind jetzt fertig mit Essen und neben uns befindet sich das Sea Life für Arme. Und jetzt müsst ihr entscheiden, soll ich da ganz normal durchgehen oder soll ich mit der Krabbe da durchgehen? Ey, wisst ihr, was uns gerade aufgefallen ist? Ich trage wirklich sonst nie Schmuck, aber heute habe ich solche Seestern-Patrick-Star-Ohrringe drin. Und jetzt sind wir hier mitten beim Sea Life. Ist das nicht mindblowing? Alright, es sind 10 Minuten vergangen. Wir schauen, ob ich da normal durchgehen muss. Or like Mr. Krabs. Ich hoffe nochmal. Okay, oh, 83% Crab Moves. Yes. Okay, also dann würde ich sagen... Ich habe mich so scheiße empfunden. Einmal ganz durch? Ja. Okay. Da war gerade so ein Bahnfahrkartenkontrolleur und er so... Willst du auch einmal, Maurice? Das hat voll Spaß gemacht. Auf gar keinen Fall. Wir sind ja hier an der Ampel und wir warten jetzt einfach, bis ein Auto kommt, ja? Und wenn das Auto grün hat und wir rot, muss sich eine Person von uns auf dem Boden liegen, auf dem Boden legen und 5 Liegestütze machen. So, noch eine schnelle Zwischenfrage. Wer von uns beiden, Maurice oder ich, soll sich auf die Straße legen, wenn es rot ist für die wenn es grün ist für die Autofahrer und dort 5 Liegestütze machen? Stimmt ab. Ich bin gespannt, wer sich gleich auf die Straße legen muss und Liegestütze machen muss. Alles klar, 100% ich einfach. Absturz. Danke, okay. Leute, danke. Dann müssen wir jetzt aufs nächste Auto warten und dann springe ich einfach davor. Oh Gott. Ich kann das nicht. Ich finde, bevor wir uns mit unseren Freunden treffen, können wir noch mal ein bisschen mehr Action hier mit reinbringen. Die nächste Aufgabe ist eine Sportaufgabe. Und zwar geht es darum, wer eine Stange hochklettern soll. Und das ist die da. Also wer von uns, Maurice oder ich, soll diese Stange versuchen hochzuklettern? Wenn ihr für mich seid, ist das meine letzte Aufgabe und das letzte Mal, dass ich dieses Spiel mitspiele. Warum? Das macht doch voll Spaß. Gar nicht. Ha, weil du alles machen musst. Kommen wir zu unserer Sportaufgabe. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich bin noch voll vom Essen. Okay, okay, Spannung steigt und es ist... Oh, ich habe es aus Versehen weggeklickt. Oh, das ist mit 61% Kim. Hast du Bock? Hey,
Kacke, ich habe ein Kleid an. Also ich würde sagen, mindestens bis zum zweiten Fahnenhalter da. Was ist denn der zweite Fahnenhalter? Das wirst du rausfinden, wenn du oben bist. Pole Dance Time. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier hochkommen soll, Maurice. Los. Gib mal kurz deine Hose. Nein, Kim, jetzt mach's, Mann. Mann, wie soll ich das denn machen, Mann? Mann, wie man halt klettert. Teile. Los. Das reicht, oder? Nein. Au! Zeig mal. Da. Oh mein Gott, du blutest richtig hart. Ja. Hat sich das gelohnt? Aua, Mann, das tut immer mal weh. Ich möchte jetzt hier runter. Du musst einmal den zweiten Fahndings da berühren. Okay, das reicht. Ah, hilf mir jetzt runter, Maurice. Mach mal. Spring. Oh, bitte. Spring doch runter, Mann, das ist ein Meter. Bist du krank? Kim, das ist ein Meter. Kim, jetzt spring runter, du kleines Kind. Ey, dümmer kann man es auch nicht machen, ne? Das hat bestimmt nochmal wehgetan. Scheiße. Zeig mal. Mann. Oh, fuck. Ey, Mann, Maurice, der ist so da hochgeklettert. Das tut unnormal weh, Mann. Zeig mal, das ist doch nur ein kleiner Kratzer. Willst du mich verarschen? Das brennt unnormal, Mann. Guck mal. Hallo, ich bin eine Wunde. Nimm mal dein Au, Mann, bist du bescheuert, Alter? Oh, Maurice, sag das dir wieder, Alter, das tut unnormal weh. Das ist nur ein kleiner Kratzer. Ich brauche ein Pflaster. Nein, aber ich würde sagen, wir beenden das Video sowieso an dieser Stelle, denn es war ein sehr schöner Tag, wie ich finde, da ich heute einen Schnitzel ausgegeben bekommen habe. Witzig, spritzig, hey! Falls euch das Video gefallen hat, müsst ihr auf jeden Fall ein Like hinterlassen, ein Abo und das Video teilen, ihr wisst ja, wie es geht. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und wenn ihr das nächste Mal auch mitbestimmen wollt, was ich oder Maurice machen soll, dann solltet ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Dort heiße ich @kimcaramella, das seht ihr auch hier. Und dann ist eigentlich auch alles erledigt und ihr könnt euch aufs nächste Video freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, peace, haut rein, tschüss, schönen Tag noch. Frohe Ostern, frohe Ostern. Frohe Ostern. Maurice. Oha, du hast mir 2 Löffel bestellt. Nein, ich hab dir... Maurice! Das soll... Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.